UFO-Landung bei der Ariel-Grundschule in Simbabwe 1994. Am Freitag, den 16. September um ungefähr 10.15 Uhr, waren 62 Kinder der Ariel School, einer privaten Grundschule in Ruwa, ungefähr 20 Kilometer von Harare entfernt, während der mittleren Morgenpause auf ihrem Spielplatz. Plötzlich sahen sie drei silberne Kugeln am Himmel über der Schule. Diese verschwanden mit einem Lichtblitz und tauchten dann woanders wieder auf. Dies geschah dreimal und dann begannen sie sich in Richtung der Schule nach unten zu bewegen, wobei eines von ihnen über einem unebenen Bereich landete oder schwebte, der aus Bäumen, Dornenbüschen und etwas graubraunen geschnittenem Gras besteht. Die Kinder dürfen dieses Gebiet nicht betreten, obwohl es an ihren Spielplatz angrenzt und nicht eingezäunt ist, weil es dort Schlangen, Spinnen und vielleicht auch noch andere gefährliche Geschöpfe gibt. Jemand kann schnell außer Sichtweite verschwinden, wenn er dort herumläuft, und es gibt dort nur einen sehr holprigen Pfad, der von Traktoren in dem Bemühen benutzt wird, diesen Bereich freizuräumen. Es gibt dort eine Reihe von Strommasten und einen Jungen zufolge bewegte sich das Objekt vor dem Landen an dieser Linie entlang. Es gibt auch etwas Uneinigkeit darüber, ob das Objekt auf dem Boden gelandet oder über ihm geschwebt ist. Am Dienstag, den 20. September, ging Cynthia Hind mit einem BBC-Reporter und ihrer Filmausrüstung hinaus zur Schule, dazu noch mit ihrem Sohn und Gunther Hofer, einem jungen Mann, der seine eigenen elektrischen Gerätschaften baut, und zwar einen Geigerzähler, einen Metalldetektor und ein Magnetfeldstärkenmessgerät, um zu versuchen und herauszufinden, ob das Objekt irgendwelche Spuren hinterlassen hat. Der Direktor dieser Schule ist Mr. Colin Mackey, der äußerst hilfsbereit war und obwohl er noch nie etwas mit UFOs zu tun gehabt hat oder an sie glaubte, sagte er, dass er glaubte, dass die Kinder das gesehen hätten, was sie sagten, gesehen zu haben. Cynthia Hind war in der Lage, etwa 10 oder 12 ältere Kinder zu befragen und dies wurde für die BBC aufgezeichnet. Ein Augenzeuge, Barry D., sagte, er hatte drei Objekte mit blinkenden roten Lichtern herumfliegen sehen. Sie verschwanden und erschienen beinahe sofort wieder, aber an einem anderen Ort. Dies geschah ungefähr dreimal. Dann kamen sie heran und landeten in der Nähe einiger Gummibäume. Die Berichte ähnelten sich, auch wenn einige Kinder aufmerksamer als andere waren. Die übereinstimmende Meinung war, dass ein Objekt in dem von ihnen angegebenen Gebiet heruntergekommen war, ungefähr 100 Meter von dem Ort, an dem sie sich befunden hatten, am Rande des Schulspielplatzes. Dann erschien ein kleiner, etwa 1 Meter großer Mann auf dem Objekt. Er ging eine kurze Strecke über den unebenen Boden, bemerkte die Kinder und verschwand. Er oder jemand sehr Ähnliches wie er tauchte dann auf der Rückseite des Objektes wieder auf. Das Objekt stieg sehr schnell auf und verschwand. Der kleine Mann war in einen eng anliegenden schwarzen Anzug gekleidet, der von einem 11-jährigen Mädchen als glänzend bezeichnet wurde. Er hatte einen langen, dürren Hals und große Augen, die wie Rugbybälle geformt waren. Er hatte ein bleiches Gesicht mit langem schwarzen Haar, das bis unterhalb seiner Schultern reichte. Cynthia Hind hatte Mr. Mackey vor ihrem Besuch in der Schule und bevor die Kinder befragt worden waren, vorgeschlagen, dass er die Kinder zeichnen lassen sollte, was sie gesehen hatten. Und er verfügte so über ungefähr 30 bis 40 Zeichnungen, von denen einige sehr deutlich und klar sind, wenn auch einige eher undeutlich sind. Das Alter der Kinder reicht von 5 bis 12 Jahren. Cynthia bekam Kopien von 22 Zeichnungen von Mr. Mackey. Gunther und die Männer untersuchten sorgfältig den Boden um die Stelle, wo die Kinder das Objekt gesehen hatten, aber konnten keine Reaktion auf dem Geigerzähler oder auf einem anderen Ausrüstungsgegenstand erzielen. Dr. John Mack, Professor für Psychiatrie an der Harvard University, hat Zimbabwe kurz nach diesem Ereignis besucht und 2 Tage an der Ariel-Schule mit den Kindern verbracht. Er sprach auch mit dem Direktor Colin Mackey, den Lehrern und einigen der Eltern. John und seine Forschungspartnerin Dominik Kalimanopoulos waren in der Lage, zu den Eltern und Lehrern durchzudringen und sie davon zu überzeugen, dass es, wenn sie den Kindern nicht glauben würden, kontraproduktiv wäre, sie des Lügens zu beschuldigen. Er riet ihnen zuzuhören und über das nachzudenken, was sie sagen würden. Sein besonderes Interesse für Kinderpsychiatrie war während der Befragung ebenfalls von großem Nutzen und viele frühere versteckte Erinnerungen kamen ans Tageslicht.